So, na dann kann's ja losgehen. Hey, was ist? Sie sind ja noch gar nicht bereit. Sitzen vor dem Computer und noch keine Sachen gepackt für die Reise? Wohin? Na, vorwärts. In die Vergangenheit. Ich will doch mit Ihnen eine Reise unternehmen in meine, und Sie werden es bald bemerken, auch in Ihre Kindheit. Etwa 50 Jahre zurück will ich mit Ihnen in die Fußstapfen von Alphons Zitterbacke treten, dem Lausbub und Pechvogel, den der Schriftsteller Gerhard Holzbaumert damals zum Leben erweckte. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, stellt sich mir oft die Frage, bin ich Alphons Zitterbacke? Lassen Sie sich mit meinen Kindheitserinnerungen, mit meinen Streichen und Pechvogelgeschichten in Ihre Vergangenheit, in Ihre Kindheit zurückversetzen. Halt, halt, halt. Eines muss ich aber gleich vorneweg sagen. Es lief nicht alles glimpflich für mich ab. Auch wenn manches recht lustig anmutet, wurde mir doch schon mal der Hintern versohlt. Dabei muss ich an die Worte meines Vaters denken, der da sagte, »Geh in die Schlafstube und mach das Fenster zu.« Worauf ich in die Schlafstube ging, das Fenster schloss und mich danach mit heruntergelassenen Hosen bäuchlings auf das Bett legte und seine blanke Hand auf meinem Gesäß mäßig hart spüren musste. Hören Sie sich nun die nächsten Hörbeispiele aus meinem Büchlein ruhig mal an, damit Sie wissen, wohin die Reise geht.